Okay. Jetzt sind wir Teilzeitheld, wenn wir wollen. Wow, und unsere Leidenschaft, unser Selbstvertrauen, alle unsere Skills erhöhen sich, weil ich schon so viele Nebenquests zufällig gemacht habe. Ich verstehe. Nicht schlecht. Genau, cool. Das ist auch witzig. Irgendwann im Spiel hat mich so ein Professor angesprochen, in so einem weißen Kittel und so weiter. Und der hat zu mir gesagt, hey, komm mal mit in mein Labor, ich muss dir was zeigen. Und dann hat er die SushiDex-App auf meinem Handy installiert und hat also der hat gesagt, der erforscht quasi irgendwie Kriminelle und deren Verhalten und so weiter und so fort. Und ich soll jetzt mit dem SushiDex alle Kriminellen und alle Schläger der Stadt scannen, damit ich die einspeichern kann. Und dann hat er einen Kriminellen in einem blauen Anzug, einen in einem roten Anzug und einen in einem grünen Anzug geholt. Und ich durfte mir einen davon aussuchen, gegen den ich kämpfen musste, damit der erste Eintrag in meinem SushiDex wird. Und, das ist natürlich eine Pokémon-Referenz, eine ganz nette. Und jetzt habe ich hier den SushiDex quasi mit den ganzen Gegnertypen, die es im Spiel gibt. Mit Beschreibungen und Elementarklassen sogar und so weiter. Und da sind die ganzen kriminellen Typen drin, die man so treffen kann in der Stadt. Und man muss dazu sagen, dass in Japan die gelbe Edition die grüne Edition war. Deswegen waren es rot, blau und grün. Die drei Start. Sushimon. Ja, genau. Hiro ist da auch drin, aber Hiro ist doch überhaupt kein Krimineller. Naja, aber ein Gegner war er halt schon. Teilzeithelden. Hilfe, Rettung, Herausforderung. Aha. Wir haben schon ganz viel Herausforderungen. Da gibt es ein Achievement-System und die werden da oben gerade abgeschlossen wie blöd. Deswegen kommen da dauernd so Meldungen. Einige Rettungsmissionen gibt es hier in der Gegend noch. Sehr cool. Und einige Hilfemissionen. Ja, das ist nicht schlecht. Damit kann man jetzt natürlich ganz gut Geld verdienen, vor allem auch. Das ist eine coole Geldquelle und Geld können wir eigentlich immer brauchen. Super cool. Das gefällt mir. Nanu, was ist jetzt? Ich weiß gar nicht, bin ich irgendwo hingelaufen oder... Ah, ist das das Missionsziel? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ich bin einfach nur durch die Gegend gelaufen. Ich habe gar nicht auf die Map geguckt, wo ich hin muss und wo ich bin. Ich habe da vorne eine Truppe Schläger gesehen, mit dem wollte ich mich anlegen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte immer, in Yokohama herrscht lautes, protziges Treiben, so wie in Chinatown. Sei still, Ichiban. Du Trottel. Wow, was ist denn jetzt plötzlich in dich gefahren? Hier solltest du Chinatown nicht einmal erwähnen. Hä? Das Chinatown, von dem du redest, ist nur eine Touristenattraktion auf der anderen Seite der Station. Die Bewohner hier wurden vor langer Zeit aus diesem Viertel vertrieben. Es gab also einen Bandenkrieg in Chinatown. Gehören die hier zur Yakuza? Sowas in der Art. Hallo, wie geht's, McFly? Nach dem Krieg wurde in Chinatown das Geld gescheffelt, während für die Chinesen hier der Rest übrig geblieben ist. Es ging ihnen so schlecht, dass sie unbedingt wieder mitmischen wollten und sei es mit Gewalt. Aber der Plan ging nicht wirklich auf. All die Jahre schwellte dieser Groll vor sich hin. Er trieb die Yokohama Liumang bis heute an. Oh je. Die Bewohner hier sind im Grunde die Nachfahren derjenigen, die aus dem Viertel vertrieben wurden. Sie verloren den Krieg und damit ihre Heimat. Ah, Kabel, Salat, so. Du solltest also aufpassen, was du sagst, um die Leute auf der Straße nicht zu verärgern. Von den Limuang ganz zu schweigen. Oh. Ich hab's kapiert. Kein Wort über Chinatown. Cool. Denk daran. Hier herrschen die Liumang. Ihr haltet es für euch, dass wir nach Mabuchi suchen. Fangt mit Smalltalk an, damit kein Verdacht geschöpft wird. Sobald sich die Gelegenheit bietet, fragt ihr dann nach Mabuchi, verstanden? Okay.
Das ist ein Waffenladen. Aber ich bin eh ziemlich pleite. Ich schau mal, was es hier gibt. Sehr gut. Aha, der will anscheinend noch nicht mit uns verhandeln oder so. Dann hören wir uns mal ein bisschen auf der Straße um. Wow, diese Stadt ist wirklich schön. Schön? Ja, die Gebäude sehen wunderbar altmodisch aus. Die geben schöne Fotomotive ab. Ich will nicht unhöflich sein, aber das solltest du lieber bleiben lassen. Wenn der Restaurant Row mit einer Kamera rumläuft. Bleiben lassen? Meinst du damit, jemand könnte mir Ärger bereiten? Meinst du damit vielleicht die Yokohama Liomang? Hey, warte! Tja. Oh, Geheimgang, oder? Ah, schade. Vielleicht müssen wir da später mal für eine Quest hin oder so. Ich dachte, da könnte ein Schatz stehen, wer weiß. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Na dann. Tja, wer weiß, McFly. Wer weiß. So, Lilla, was haben wir Neues gelernt? Kosmetische Fitness. Nee, nee, das war's. Oder doch, ich glaube, das war's. Kosmetische Finesse. Frischt ihr Make-up auf, erhöht ihre Verteidigung und erneuert ihre Erscheinung. Okay. Der Kung-Fu-Schüler. So, jetzt ein guter Megaschwung in die Gruppe, aber die stehen alle ziemlich blöd. Ich versuch's trotzdem mal. Nee. Doch, zwei habe ich erwischt, oder? Immerhin. So, das lassen wir die Tauben noch machen hier. Sehr gut. Oh nein, der hat überlebt. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, den Angriff hätten wir uns sparen können. Naja, was soll's. Was soll's. Guten Abend. Guten Abend. Hey, was schmeckt besser? Teigtaschen mit Bohnenpaste oder gedämpfte Teigtaschen? Gedämpfte Teigtaschen! Okay, und was ist mit gedämpften Teigtaschen und Bauti? Bauti. Okay, aber was ist mit Fruchtfüllung? Würdest du Melonen vorziehen oder Louis-Mango? Elio-Mango. Elio-Mango. Du hast doch schon mal von den Yokohama Liumang gehört, oder? Mama, dieser Mann ist komisch. Ah. Tja. Nanu, was ist denn da? Lass mich mal durch, NPC, Mensch. Da liegt was am Boden. Geh weg. Ein Nagel. Für das Crafting-System, das wir immer noch nicht freigeschaltet haben. Ich frage mich, wann das kommt. Guten Abend.
Oh, das sind beeindruckende Muskeln. Ha, nicht wahr? Das tägliche Pumpen zahlt sich aus. In meinem Beruf muss man kräftig sein. Also arbeitest du hinter den Kulissen? So ist es. Aber wenn du in der Restaurant Row tätig bist, dann gehörst du zu den Liu. Ich bin Bühnenarbeiter. Alle denken, hinter der Bühne zu arbeiten ist einfach, aber man muss echt kräftig sein und schwere Sachen heben. Mist. Ich dachte, du gehörst zu den Liu Mang. Wie bitte? Hier haben die Yakahama Liu Mang das Sagen, oder? Weißt du vielleicht, wo sich ihr Boss Mabuchi aufhält? Verschwinde hier lieber. Hey, Moment mal. Tja, kein Glück. Und jetzt lösen sich auch noch die NPCs auf. Na toll. Verdammt. Wie sollen wir die Mabuchi zu fassen bekommen, wenn sie nicht einmal über die Liu Mang reden? Sie sind wohl einfach extrem loyal. Wenn das so weitergeht, finden wir Mabuchi nie. Wirf doch nicht gleich das Handtuch. Wir sollten uns weiter umhören. Mata. Wir sind zwar nicht zum gewünschten Ergebnis gelangt, aber es scheint trotzdem funktioniert zu haben. Ah, wir haben genug Aufmerksamkeit erregt. So geht's natürlich auch. Dann finden die halt uns, wenn wir sie schon nicht finden. Synchron laufen können sie schon mal gut, die Liu Mang. Ja, daran besteht kein Zweifel. Ja. Halt dich da lieber ganz raus. Warum? Was meinst du mit warum? Für eine Frau ist das zu gefährlich. Oh, es ist gefährlich, weil ich eine Frau bin, ist es das? Hallo, Retro Gamer. Pff, dreh nicht durch, mach doch, was du willst. Seid ihr die Japaner, die herumschlüffeln und nach den Liu Mang suchen? Fragen? Was meinst du damit? Wir wollen bloß authentisches chinesisches Essen. Verarschen kann ich mich selber. Was wollt ihr? Ihr habt die Falschen. Wir haben keine Ahnung, wovon du redest. Er hat recht. Wir suchen bloß einen guten Ort, um was zu futtern. Also gut, suchen wir weiter. Ui. Komm schon, los. Die werden uns nicht gehen lassen. Da können wir genauso gut auch die Wahrheit sagen. Hey! Warum sucht ihr nach uns? Spuck's aus. In Ordnung. Ich bin eine ehrliche Haut, also will ich offen zu dir sein. Der Besitzer des Soapladens, in dem ich angestellt war, wurde umgebracht. Des Soaplands. Und wie es aussieht, hat dein Boss Mabuchi seine Hände im Spiel. Sag mir also, wo er ist. Alter, geht das vielleicht noch unverblümter? Nicht? Naja, das erspart uns zumindest weiteres Herumfragen. Schon wieder, gönn mir mal eine Pause. Das wollt ihr also. Hey! Wenn man so auf uns reagiert, scheint Mabuchi wirklich Dreck am Stecken zu haben. Super! Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Sei still. Ich bin seit Ewigkeiten bereit. Seid ihr Männer oder nicht? Wie einschüchternd. Hey, ruf den Typen vom Plum Garden an. Sag ihm, er soll sein Häutemesser erschärfen. Ihre abgezogene Haut wird zu Manchu verarbeitet. Oh, Manchu aus Menschen, wie originell. Die Liu Mang häuten ihre Opfer bei lebendigem Leib. Keine Sorge, der Schmerz ist so groß, dass sie rasch das Bewusstsein verliert. Jetzt habe ich echt Angst. Komm schon. Okay. Jetzt schauen wir mal. Das könnte ein langer Kampf werden, ne? Erhöhen wir mal unsere Verteidigung. Oh ja, die stehen gut. Die halten ja gar nichts aus. Die sind, kommen nichts weg.
bisschen Tauben füttern, dann geht das schon. Die habe ich ein bisschen überschätzt. Die sind bei weitem nicht so krass, wie ich dachte. Ah ja, Nickerchen im Stehen ist was Neues. Da wollte ich mal schauen. Regeneriere viel TP, während du im Stehen schläfst. Dösen im Stehen war das, was ich meinte. Okay, cool. Ja, ja, genau. Das ist jetzt mein neues Gimmick mit diesem Cosplayen während den Streams. Mal schauen, ob ich das wirklich bei jedem Spiel immer so machen kann. Aber wenn es sich anbietet, dann ist das, glaube ich, witzig. Also, mir macht es auf jeden Fall Spaß. So, ein bisschen heilen. Ja, die kann super gut buffen. Ich verstehe schon. Okay. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Heilen. Er ist ziemlich erledigt. So, da war es nur noch einer. Yen. Jetzt haben wir auch wirklich, ey, jetzt verdienen wir so viel Geld. Das ist gut. Und unser Heiler ist ein noch besserer Heiler geworden. Und unsere Support ist auch noch besser geworden, bisschen. Aber nicht so gut. Aber immerhin. Okay, das reicht. Wo befindet sich Mabushis Versteck? Rede. Wenn ihr mich töten wollt, bringt es hinter euch. Was? Kein einziger Liu Mang ist weich genug, dass er bei der kleinsten Bedrohung seine Brüder verraten würde. Nicht einmal, wenn ihr uns tötet. Ach, so ein Bullshit. Lass das. Nicht einer von ihnen hat geredet. Das nennt sich Loyalität. Die Yakuza können ein oder zwei Dinge von ihnen lernen. Ja. Wer vollkommen an Bord ist, dem bleibt wohl nur noch die Treue. Das ist alles äußerst beeindruckend. Aber wie finden wir jetzt Mabuchi? Was sollen wir tun, wenn sie sich nicht einmal zeigen, wenn wir sie erwischen? Zu dumm, dass es keinen schäbigen Liu Mang gibt, der es nicht so mit der Gangster-Ehre hält und seinen Kumpanen sofort verraten würde. Es sei denn... Oder? Nehme ich an. Da fällt mir einer ein. Wirklich? Haben wir schon mal einen getroffen? Sie sagt auch wirklich. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein schäbiger Liu Mang, der nichts auf Gangster-Ehre gibt. Erinnerst du dich an den Typen, der uns ausnehmen wollte?
Ja, ganz am Anfang des Spiels. Das war lang bevor dem Stream hier. Da wollte einer, das war so einer, der hat quasi bei den Obdachlosen noch quasi Miete verlangt im Grunde und hat die mehr oder weniger ausgeraubt. Und den haben wir damit erpresst. Im Grunde, dass er dann, den haben wir verprügelt und dann haben wir zu ihm gesagt, hey, wenn du jetzt von Obdachlosen verprügelt wirst, kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Und deswegen hat er dann aufgehört und das nicht gesagt, uns nicht verpfiffen. Der erste Eindruck vom neuen Teil ist sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut, Yakuza Like a Dragon. Ich habe nicht jeden Yakuza-Teil gespielt und schon gleich gar nicht jeden durchgespielt. Aber meinem Eindruck nach ist das wahrscheinlich neben Yakuza Zero schon so ziemlich der beste Yakuza-Teil. Die Umstellung von dem Action-System auf das rundenbasierende Kampfsystem ist gewagt gewesen. Im ersten Moment dachte ich mir, uiuiui, das kann nur ein Shitstorm bei der Fangemeinde auslösen. Aber das ist richtig gut. Macht richtig viel Spaß und ist echt gut gemacht. Und passt auch total cool. Wird sogar von der Story her erklärt. Ist alles wunderschön eingebettet. Richtig cool, wirklich. Gefällt mir echt gut. Macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Ich habe jetzt gerade mal wahrscheinlich ungefähr so 10, 11 Stunden gespielt. Bin also noch ziemlich am Anfang. Aber gefällt mir jetzt schon echt gut. Ich bin schon gespannt, was es noch so für Nebenaktivitäten gibt. Bis jetzt kann ich da noch nicht so viel machen. Man startet auch quasi in dem altbekannten Yakuza-Stadtviertel quasi, den man aus den anderen Teilen schon kennt. Da gibt es ganz viel so kleine Sega-Läden, wo man ganz viel Retro-Spiele spielen kann. Aber dann ab einem gewissen Punkt in der Story ist man in diesem neuen Gebiet. Das ist ziemlich groß, aber bis jetzt noch mit relativ wenig Aktivitäten bedeckt. Da bin ich gespannt, was danach kommt. Aber da kommt bestimmt noch einiges. Okay. Wer ist Zieng, ein Freund von euch? Nur dieses Arschloch, das im obdachlosen Lager von uns Schutzgeld gesammelt hat. Der Typ ist extrem raffgierig. Ein bisschen Geld könnte ihn gesprächig machen. Wo finden wir diesen Zieng? Das wüsste ich zu gerne, aber natürlich, was für ein Zufall. Sehr geil, da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich hat Erfolg. Das hoffe ich auch. Dann könnten wir vielleicht mit noch mehr Lokalisierungen rechnen. Das hoffe ich auch wirklich, dass das erfolgreich ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass das, also verhältnismäßig für Yakuza-Verhältnisse schon sehr viel irgendwie durch die Presse gegangen ist. Habe ich das Gefühl. Vielleicht nur in meiner Bubble, aber vielleicht auch schon alleine deswegen, weil es jetzt quasi im Westen zumindest als Starttitel für die Xbox erschienen ist. Das hat dem bestimmt auch ein bisschen PR gebracht, ein bisschen Presse gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein verhältnismäßig erfolgreicher Yakuza-Teil wird. Hoffen wir es. Oh. Da ist er. Dieser glatzköpfige Idiot. Das ist er. Habe ich nicht vorher noch gesagt, da müssen wir bestimmt für eine Quest nachher hin. Und schon ist es soweit. Hätte nicht gedacht, ihn so rasch zu finden. Ich hab's noch drauf. Alter, das war reiner Zufall. Komm schon, warum gönnst du mir nicht mal was? Zeng, wie, keine Ahnung. Er schien zu passen. Hä? Ich verstehe den Satz nicht. Naja. Die äußere Erscheinung kann täuschen. Je größer die Klappe, desto leerer die Hose. Das kannst du beurteilen. Obwohl du ihn nur von hinten siehst? Mehr oder weniger. Aber warum bist du so nervös? Wir sollten mit ihm reden. Warte mal, ganz kurz. Ich muss mal schauen, ob man da unten reinkommt. Weil die blauen zumindest haben wir Rohleder gefunden. Ich bin immer noch gespannt auf das Crafting-System, was man da genau machen kann und so. Bis jetzt habe ich es noch nicht freigespielt. Hey, ich würde jetzt eigentlich ganz gern die Story hier mal kurz, obwohl, ist gerade so ein blöder Punkt, um die Story zu unterbrechen, weil ich echt gern mal diesen Teilzeithelden-Modus hier probieren würde. Aber jetzt machen wir die Hauptstory noch schnell ein bisschen weiter hier. Ist gerade ein komischer Punkt, um zu beenden, oder? Und Ichiban scheint auch zu funktionieren als Protagonist. Ja, das stimmt.
Das ist wirklich super. Der ist wirklich total super. Der ist sympathisch und witzig und das ist eben auch so ein bisschen clever. Also das ist so clever geschrieben und hat lauter so nette Ideen, weil Ichiban quasi ein riesen Dragon Quest Fan ist und das wird auch immer wieder thematisiert. Und deswegen stellt er sich in den Kämpfen quasi immer vor, wie er der Held aus Dragon Quest ist. Und deswegen sind die Kämpfe in dem Spiel rundenbasierend, weil das, also was wir in dem rundenbasierenden Kampf sehen, passiert eigentlich nur in seinem Kopf. Da verändern sich auch teilweise Gegner und Bosse werden plötzlich riesig und monströs, weil das halt quasi alles nur seine Fantasie ist, die Kämpfe. Das passiert nicht so in Wirklichkeit eins zu eins. Das ist immer so ein bisschen mit Ichiban-Fantasie naja, drüber gelegt quasi über die Realität in den Kämpfen. Und das finde ich eine ziemlich nette Erklärung, warum die Kämpfe rundenbasierend sind, weil er sich's halt so vorstellt. Und er ist ja der Protagonist. Insofern. Na gut. Verzeihung, aber habt ihr eine Empfehlung? Nein, nicht wirklich. Wir sind bloß Passanten. Ach so, genau, übrigens. Ich glaube auch, dass das Spiel eine englische Synchro hat. Könnte dem Erfolg ziemlich helfen. Ich habe es jetzt natürlich auf Japanisch gestellt, weil ich meine, bitte, muss fast sein. Aber man könnte es auch auf Englisch spielen und ich glaube, das ist sehr hilfreich, glaube ich, um im Westen erfolgreich zu sein. Es tut mir leid, aber diese Bar ist nur für Mitglieder. Ein Gast muss auch empfehlen oder ein Hostess. Oh, ich konnte es nicht lesen. Auf jeden Fall kommen wir nicht rein, halt. Nur für Mitglieder? Dafür wirkt der Laden nicht annähernd schick genug. Schick oder nicht, hier kommen nur Mitglieder rein. Nun können wir Mitglieder werden? Dafür bin ich nicht zuständig. Außer ihr seid von der Polizei, oder? Außerdem seid ihr von der Polizei, oder? Wie kommst du denn darauf? Ich bin erfahren genug, um das zu erkennen. Stehen wir unter irgendeinem Verdacht? Beschäftigst du illegales Personal? Da gibt es keinen Grund zur Sorge. Ich bin weder ein Cop noch ein Einwanderungsbehördenkerl. Tatsächlich, aber die Regeln sind nun mal die Regeln. Ich kann keine Ausnahme machen. Bitte geht weiter. Warte mal kurz. Eine Hostess kann laut Empfehlung rein, oder? Richtig. Aber kennt ihr jemanden, der hier arbeitet? Nicht genau. Aber wie wäre es, wenn ich als Hostess zu arbeiten anfange? Dann empfehle ich diese drei Pfeifen. Würde das klappen? Unsere Kundschaft besteht aus Chinesen, darum müssen unsere Hostessen chinesischer Abstammung sein. Nun, ich wurde in Japan geboren, aber meine Eltern sind Chinesen. Ich bin eine japanische Chinesin, also könnte ich hier arbeiten, oder? Ist das wahr? Was ist? Bist du nicht bloß eine Servicekraft? Triffst du die Entscheidungen? Nein, so habe ich das nicht. Oh, ich verstehe schon, Kumpel. Lass mich einfach mit dem Geschäftsführer reden. Dann kannst du ihm auch sagen, dass die Servicekraft meine Herkunft angezweifelt hat und mich abweisen wollte. Warte, in Ordnung. Ich werde dem Geschäftsführer Bescheid geben. Aber du musst das Bewerbungsgespräch bestehen, um hier auf Probe arbeiten zu dürfen. Ja, weiß ich. Und jetzt beeil dich. Hey, bist du sicher? Wir sind tief in feindlichem Gebiet. Wer weiß, was passieren könnte. Ihr setzt euer Leben jedenfalls aufs Spiel. Ich erfülle bloß meine Pflicht. Ebenfalls, nicht jedenfalls. Keine Sorge, das schaffe ich schon. Alles klar, dann dreh ich durch, okay? Entspann dich. Weißt du, wie viele Jahre ich schon als Hostess arbeite? Wie dem auch sei, ich rufe an, wenn es soweit ist. Hat sie jetzt die Party verlassen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Wird das auch funktionieren? Nun, wir müssen Satchan vertrauen.
Kasuga hat recht. Warten wir draußen, dass die Kontakt... Warten wir darauf, dass sie Kontakt aufnimmt. Doch, sie hat die Gruppe verlassen. Dammit. Hätte ich doch noch diesen Helden-Teilzeit-Job-Modus probieren sollen. Wer weiß, wie lange sie jetzt weg ist aus der Party. Ah, Mist. Oh. Wahrscheinlich nicht lange, oder? Womöglich müssen wir gegen Zheng kämpfen. Also sollten wir uns darauf vorbereiten. Guter Punkt. Bislang sind unsere Waffen bloß Dinge, die wir auf der Straße gefunden haben. Nein, wir haben im Sexshop Waffen gekauft. Also so große Massagestäbe und sowas. Aber ja, insofern, unsere Chancen stehen schlecht. Hast du eine bessere Idee? Vor ein paar Tagen waren wir noch arbeitslos und pleite. Ich könnte uns alle ausrüsten, wenn das nicht so verdammt teuer wäre. Ich habe von einem Betrieb im Rotlichtviertel gehört. Dort gibt es einen Techniker, der sich damit auskennt. Crafting-System, jetzt kommt's! Der könnte uns bessere Waffen anfertigen. Ich habe so viel schon gesammelt, ey. Wir können jetzt so viel bauen. Das wird super. Das ist billiger, als neue Waffen zu kaufen. Cool. Sehen wir uns den Betrieb an, solange wir auf Saiko warten. Na also, ich hab ohne Witz, ich trage schon so viel Holzbretter und Schrauben und Eisendingis durch die Gegend, ey. Das wird jetzt mal Zeit, dass wir damit was anfangen können. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell den Kampf machen. Oh, ich habe fast überhaupt keine TP mehr. Das ist schade. Na gut, den Kampf schaffen wir auch mit Standardangriffen. Cool, paralysiert. Ich schalte einfach auf automatischen Kampf. Das machen die alleine. Da muss ich, glaube ich, nicht helfen. Das gucken wir uns einfach an. Was macht er denn? Ach so, der hat seine MP regeneriert. Na, warum nicht? Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber... Okay. Oder lang.